Willkommen zu Game Inc. Mein Name ist Jan und das ist eine Wurst. Wir spielen Blood Rain heute. Tag Leute, willkommen zu Gaming spielt Blood Rain auf dem PC. Und dieses Spiel, welches ich gestern endlich zum Laufen gebracht habe und von Uwe Boll verfilmt wurde, mit glaube ich mehreren Teilen, werde ich mir heute mal das erste Level angucken. Und wir starten gleich mal in die Intro-Sequenz. Damn bloodsuckers. Careful with your relatives. They should have more sense. Thanks for dragging me out here. I just love the water. You're only half a vampire. A dip might hurt, but it won't kill you. Sort of sticking a finger in my eye doesn't mean I have to do it. No time for pleasantries, just like your half-sister. I'm just confident in my abilities. So am I. But this is your first assignment for the Brimstone Society, so everything must go according to plan. What do we know so far? Fine. Newspapers claim the people of Morton, Louisiana are turning into some type of monster. They're calling them mutates. Doctors think a new disease is the cause, so they've quarantined the area. You make me proud. There are numerous known biological masses in town. They appear to be the carriers of the condition. And that's where you come in. Destroy the sources of the infection. And as many of the infected townspeople as possible. The disease cannot spread beyond this village. Sort of a radical cure, don't you think? You'll be doing them a favor. In the final stages, their brains liquefy and run out their nose and ears. Hell of a cold. One of the biological masses was found at the end of this road, in a graveyard behind the church. We'll meet up there. What's that mound by the telephone pole? What is it? It is, was, human. Might be remains from the final stages of the disease, but there's something not quite right. Let's check inside. It seems like somebody made their last stand here. Grab some guns if you want. Escape. Resume. So, da sind wir jetzt auch im Spiel und nach dieser wirklich komischen Zwischensequenz mit dieser Asiatin mit SM-Fetisch spielen wir die liebe Rain. Keine Ahnung, dieser rothaarige Ische mit den zwei Schwertern, die ein Vampir ist und diesen total coolen Kick kann. Good thing we're not hypersensitive to holy items like some vampires. Und immerhin, als ich gestern dieses Spiel getestet habe, haben die nie zu Ende gesprochen. Jetzt tun sie es, das ist sehr schön. Das Spiel kommt von, keine Ahnung, wie, hä? Aber es ist von 2003. Und wer Probleme hat, dieses Spiel zu starten mit seinem Steam-Account, der Trick ist, die Steam-DDL-Datei zu kopieren, einfach in den Ordner, wo Blood Rain liegt, und dann ist alles wunderbar. Und wir kämpfen gegen so Zombie-Wesen, die wir auch aussaugen können. Und hier gibt es jede Menge Waffen. Ich habe gestern das erste Level schon ein bisschen angespielt. Und weiß daher, ich sollte mir diese Waffen auf jeden Fall aufsparen. So, dann gehen wir doch hier mal raus. Zack. Denn wir können auch mit unseren Messern hier kämpfen, mehr oder weniger. Und können, also mit der linken Maustaste können wir so einen Nahkampfangriff machen. Zack. Mit E können wir uns an den dranhängen und aussaugen. Und mit der linken Maustaste können wir die Schrotflinte bedienen. Oder sonst irgendwelche Waffen.
Zack, Wasser schadet uns. Können wir auch so nach hinten springen? Nee. Okay. Zack. Feststelltaste. Tasse. Taste. Okay. Ich sammle mir jetzt gerade ein bisschen Munition, weil die werde ich gleich brauchen. Zack, gehen wir mal hier hin. Oh, wir kommen hier nicht durch. What should we do? Dialoge. Also die sieht doch echt komisch aus. Also wer hat denn gedacht, dass das cool ist? Ich meine, sie ist rothaarig und hat Reifen da drin. Kann die sich dann nachts aufhängen? Die hat wahrscheinlich so zwei Haken und dann... May this wall of fortitude, grace of God, shield us from the evil. Und da wir the evil sind, überspringen wir diese Sache. Und es sind wieder Gegner da. Yay, machen wir diesen coolen Kick. Bam. Und es spritzt Blut. Yay. Und wir haben seinen Kopf abgesäbelt. Why not? Oh. Hängen da Fledermäuse? Nee, es sind Flaschen. Ist ja eigentlich gar nicht mal so ungeil. So, jetzt. Wie komme ich hier hoch? Nein, nicht ins Wasser. Wie komme ich hier hoch? Hier hoch. Hier hoch. So. Zack. Und ohne auszubalancieren, laufen wir einfach auf einer Leitung wie ein Vogel. Safe Game. Safe Game. Ja, das habe ich gestern ein bisschen reingelunzt. So, jetzt sind wir da. Bam. Jetzt wird ins Wasser gefallen. Zack. Zerbröselt haben wir dich. Zack, dich sauge ich aus. Yeah. Lecker. Altes Blut. Wie kriege ich das Ding da oben jetzt weg? Dieses würde mich interessieren. So, dich sauge ich auch aus. Kann ich währenddessen auch schießen? Ich kann währenddessen auch schießen. Wie geil ist das denn? Es ist schon ziemlich geil. Und wieder etwas Munition. Munition brauche ich nämlich gleich. Bam, bam. Zack. Bam, bam, bam. Und aussaugen. Action. Nice. Kann ich dich auch aussaugen? Du bist schon tot. Okay. Da ist noch einer. Opfer. Ist geiler wie Twilight. Und die Geschichte ist besser. So far. Okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Die Frage ist, wie ich hinkomme. Ich darf nicht ins Wasser. Und ich meine, ich kann... Ah, vielleicht wenn ich dahin. Nein, nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Nein. Oh. Sieht man Gott sei Dank nicht so viel ab. Na, ficken. Ah, okay. Zwischensequenz, die hat mich gerettet. Das ist die Biomasse. Das sieht für mich aus wie... Oh, schon wieder Wasser. Spinnen. So, die Spinnen sind ganz einfach zu besiegen. Nahkampfangriff, wenn man Munition sparen will und um sie herum gehen. Aber was für einen coolen... Guck mal, die kann so ein Chuck Norris... Nee, kann sie doch nicht. Manchmal macht die auch so einen Chuck Norris Roundhouse Kick. Alter. Wenn man das gut steuern lassen könnte, wäre das ja alles bei weitem nicht so schlimm. Ah, hier hin. Nein, dahin. Immerhin das... So, jetzt brauche ich... Brauche ich vor allem wieder Menschliches. Dann kann ich mich nämlich heilen. Menschen sind aus. Ich sehe schon. Wer hat es vor allem unter Wasser gesetzt? Dummen Arschlöcher. Die wussten doch, dass ich komme. Hier. Du bist mein Leben. Zack. Meins. Ich weiß nicht, was später noch schwieriger werden könnte. Weil wenn man... Es sei denn, es kommen einfach so Spinnenviecher, die ich nicht aussaugen kann. Dann habe ich natürlich gelitten, aber sonst sehe ich da jetzt kein Problem, prinzipiell. Hier. Da komme ich nicht rein. Das weiß ich schon. So, die Spinnen. Zack. Bam. Zersäbeln tun wir sie. Ich habe hier im Haus übrigens, oder in der Wohnung, auch ein bisschen Spinnenproblem. Dauernd finde ich Spinnen. Ich weiß nicht, wo die herkommen.
Muss hier irgendwo ein Nest sein. So, machen erstmal die kaputt. So, ist das jetzt... Hier in der Ecke ist unser Zwischenendgegner. So, alles drauf. Sieht ja richtig viel ab. Und was macht ihr noch so? Muss es doch eine geilere Attacke geben. Guck, hier macht sie manchmal so ein Roundhouse-Kick. Was das Schöne ist, sie zielt komplett automatisch. Und sie zielt manchmal auch auf zwei unterschiedliche. Warte mal, muss ich vielleicht... Nee, ich weiß auch nicht. Muss ich auf die Tentakeln? So, ich habe doch hier noch meine Schutzbrände. Bam! So, so viel zur Schrotflinte. Kann ich hier auch einfach durchgehen? Nope, not done here. Machen wir einfach diese coole Attacke hier. Das heißt einfach Leertaste hämmern. Leertaste hämmern! Leertaste hämmern! Leertaste hämmern! Warte mal, ich kann doch auch hier. Ultra Move! Bam! Zersäbeln! Krasser Scheiß! Bam, bam! Und sie steht einfach nur da, guckt mit leeren Texturen Augen. Aber die Brüste wackeln. Das ist nichts. Das ist der Move. Wenn du Vampir bist, kannst du diesen Move springen und dann in der Luft zwirbeln. Right. And remember those sludge mounds we've been finding everywhere? Yeah. What about them? Humans, what's left of them? Ich finde die nicht cool. Und sie hat keine oberen Zähne, sie hat nur noch diese Eckzähne. Okay, sie auch. Dir fallen, wenn du Vampir bist, alle oberen Zähne aus. Open up. What, the Moroccan stone? Is what gone? The Swap Monster. Swap Monster. That's what the Creole call the creature. Let it go. Yes, now open the door. Mon Dieu, le diable. Nice welcome for the rescue team. Who are you? Er ist Franzose. I'm Jean Sigmund. I'm the grave digger. What happened here? What happened here? My emotions are so overwhelming. I don't know where I am today. Okay. Nein, wir machen jetzt weiter. Find the other nest. Okay. Let's find it. Bist du jetzt gestorben? Kann ich da jetzt rein? The door is locked. Ja, sauber, Sogi. Gut, dann gehen wir hier mal weiter, ne? Zack. Noch ein Ladescreen. Wir machen Quick Save. Oh, noch mehr so Jump-Passagen. Boah, da habe ich ja nicht so viele Möglichkeiten. No! Aber ich kann ja meinen coolen Move. Ich bin total cooler Vampir. Bam! Und jetzt, zack! Nein! Ich muss mich verteidigen! Zack! Bam! So, jetzt bin ich geheilt auf jeden Fall. Kann ich hier aufs Dach und vom Dach da rein? Nee. Nee. Nun gut, das ist die Freiheit in Videospielen, die sie erst so richtig realistisch machen. Boah, immerhin hier. Hier macht mich das nicht kaputt. Doch, es macht mich kaputt. Ah, aber hier ist, was weiß ich, Maschinengewehr ein schweres. Das lohnt sich doch. Dafür nehme ich doch gern ein bisschen Tod in Kauf. Zack. Und Dynamit. Das war gerade komisch. Sollte das so? Cooler Move. Cooler Move. Gehen wir hier noch mal rein. Oh, hier ist noch... Schön, dass ihr immer auch aus dem gleichen Fenster kommt. Das ist auch das gleiche Haus. Ah, ne, hier geht's hoch. Zack. Wer bist du? Du bist mein Essen. Mampf, 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 Mampf. Das sieht gut aus.
Zack, und eine Pistole bekommen. Und noch mehr Dynamit. So, und wir metzeln uns komisch dadurch. So, zack. Hallo, Esmeralda. Bitch Marassa. So was. Marassa. Fonzie Step Marilla vo voodoo priestess. What'd you say? She hook up with the old German. Ja, ja, jetzt sind es die Germans wieder. Ja, ja. Nun gut, dann überspringe ich das. Jetzt bist du weg? Wieso bist du weg? Ich hätte diese Zwischensequenz doch angucken sollen. Kann ich mich hier durchboxen? Nein. Okay, dann gehen wir hier wieder runter. Gucken uns weiter um. Oh, surprise, surprise, motherfucker. Okay, da geht's wieder nicht hin. So, suchen wir noch so ein Nest. Oh, du bist rot. Das heißt, du bist im Wasser. Oh, die schießen ja gegenseitig auf sich. Du bist mein Essen. Essen, Essen. Dann bist du doch nicht mein Essen. Bam, bam, bam. Jetzt bist du mein Essen. Essen. Der hat sogar noch ein bisschen Auge. Die haben sich ja tatsächlich unterschiedliche Texturen ausgedacht. Ich bin fast schon begeistert. The door is locked. Okay, dann geht's weiter. Bam. Es ist so Matrix für Arme. Da muss ich gar nicht lang, oder? Wo will ich hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Quick Breakdown. Ah, okay. Zack! Mich durchgekämpft. Hier ist doch auch wieder Weak Spot. Achso, ich muss... Bam! Aber das ist eigentlich schon ganz geil, ne? Uiuiui. Dann machen wir wieder unseren Rage-Modus. Bam, bam, bam. Bam, bam. Hier, springen. Cool Dings machen. Weiter slashen. Das Ding hier kaputt slashen. Weiter slashen. Zack. Rage-Modus off. Gained Level 3 Normal Attack. Verstehe ich nicht. Okay, gibt es hier ein Leveling-System? Das wäre ja tatsächlich cool. Alright. Das ist schon ziemlich badass. Hm, jetzt muss ich da wohl auch wieder so einen Weak Spot finden. Zack. Saugen wir den mal aus. Ah, wahrscheinlich ist das da unten rechts meine Rage-Anzeige. Okay. Klatsch. Okay, die Normal Attack ist jetzt geiler geworden. Ich merke schon. Achso, ich wollte den. So. Alles ist eigentlich prinzipiell schon gar nicht so verkehrt. Okay, über diese Spinnenviecher. Ja, ich brauche jetzt nicht Blood Rage. Brauchen wir doch jetzt nicht. Die Frage ist, wie kommen wir hier rein? Das ist alles zugemauert. The door is locked. Wohl von da hinten. Wir suchen wieder eine kaputte Stelle. Ah, da ist eine Tür. Ha! Von hinten rein. Bam, bam, bam. So, und Blutlust. Befriedigen. Shazam. Hier kommen wir doch durch. Survivor. Please don't kill me. Go to the family terminal. Be safe there. Okay. Und bitte mach deinen Nippel. Bedecke ihn. Haariger Mensch. Wow, 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 wow. Jam. Stolte auf den Tisch. Kann ich auch den Stuhl? Bam. Ja, das ist gar nicht so schlecht für so Zerstörung, ne? Okay, wo muss ich hin? Was gibt es zu tun? Bam. Mittlerweile habe ich es auch echt raus hier. Hey, ist es der jetzt? Nee, okay. Okay, ich muss aber da hoch. Kann ich kurz springen? Tatsache. Nein! So, hier will ich doch hin. Jetzt laufen wir da
Ich lauf auf dem Mast, dem Elektromast. Ich lauf auf dem Mast, dem Elektromast. Okay. Weiter geht's mit der Schnitzelorgie. Okay, wir müssen nach unten. Oh, da ist schon wieder Wasser. Ich mag Wasser nicht. Oh, jetzt dachte ich schon, das sind so... Wow, what the fuck? Hybride. Hätte ich eigentlich ganz geil gefunden. Können wir das Wasser ablassen? Lass mich raten, ich kann jetzt über das Ding da hoch. Das ist schon cool. Also so, prinzipiell. Ah, da ist doch etwas Land. Eigentlich nur wissen, komme ich da irgendwo rein? Weil ich muss da ja scheinbar rein. Oder komme ich hier durch die Tür? The door is locked. What's about this? Okay. Der hat auch schon ganz viele Scratches, glaube ich. So, zack, wir haben ordentlich was an Waffen. Okay, Rage-Modus an. Oh. Okay, also auch immer ich gemacht habe, das hat ihn instant gekillt. Nein. Ist auch geil, einfach zwei Pumpguns. Und zwar nicht die kleinen im Anschlag. Also wenn das Spiel nichts kann, aber das kann's, meiner. Leute, das macht richtig Spaß. Also, es ist jetzt nicht das intelligenteste Spiel. Aber ich glaube, das muss es auch gar nicht sein. Vor allem, ich kann während ich dem Aussaug schießen und die Gegner um mich herum töten. Und guckt euch das an. Wie geil ist das denn? So, bam, 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 Equilibrium-Style. Schon so. Hey, ihr sollt mir jetzt nicht mein Essen kaputt schießen. Ich meine, was ist denn da los? Und Lightning Effects. Ja, ich meine, wie viele Spieler haben das? Boah. Aber es ist auch schon ein bisschen geil, wie sich da so dem umklammert. Aber wenn, also Herpes ist da doch eine coole Sache, oder? Boah, kann ich da hoch? Warte mal. Ah, ich kann es kaputt machen. Bam! Okay, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich tun muss. Ich meine, es waren diese zwei Nester und die habe ich jetzt besiegt. So. So. Bisschen Leben wäre cool. Ich habe übrigens auch Blood Rain Betrayal gespielt, was ein 2D-Plattformer ist mit so einer Kampfmechanik, der richtig schwer ist und ein paar kleine Eigenheiten hat und eher in einem Comic-Look daherkommt. Was eigentlich ganz so witzig ist, auch wenn das nicht der schönste Look ist. Jetzt gucke ich mal. Wie lange spiele ich denn das? Wir spielen das, bis wir bei 25 Minuten sind. Ich glaube, das ist cool. Und ich muss sagen, hey, wenn ihr Bock habt auf den zweiten Teil, den habe ich auch da, können wir uns den auch gerne angucken. Und geht hier noch was? Geht hier noch was? The door is locked. Ah, hier geht's weiter. Bam! Den saugen wir aus. Und den ballern wir währenddessen ab. So, jetzt hier. Schön mit der Pumpgun. Machst einen Abgang. Okay. Den zweiten Teil können wir auch gerne mal zocken. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. Zack, aus der Tür und gleich weggesaugt den Kollegen. Und wer weiteres von dem Spiel sehen will, vielleicht auch ein Durchgenudel, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn es nicht zu lange geht. Das ist schon eine ganz geile Nummer hier. Und durch den hohen Trash-Faktor kann man damit Spaß haben. Ja, also wenn ihr mehr davon sehen wollt, einfach Nachricht an mich in die Kommentare. Ich freue mich, wenn es dem so wäre. Auch die Bilder sehen gar nicht so scheiße aus. Was ist das denn hier? Ein Gerichtshof? Dann Nachricht an mich und ich werde sehen, dass wir da uns mal ransetzen. Die Door ist locked. Ah, hier ist ein Riss, oder? Wetten, hier kann ich durch? Mit meinem coolen Kick? Jawohl.
Nice. Ja, da, you ugly soul bitch. Nice. Das gucken wir uns noch an, weil ich bin sehr gespannt gerade. Und wir sehen uns dann zu weiteren Videos. Schön, dass ihr dabei wart. Das war's von Blood Rain. Und wer den Film zum Spiel sehen will, Uwe Boll hat uns da auch ein Meisterwerk gebracht. Man kann das ab und zu, gibt es auch auf Amazon Prime zum Angucken. Ich glaube, es gibt zwei Filme, wo es auch um ein Mädchen geht. Und, glaube ich, so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, denke ich mir. Aber seid gespannt und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Abonnieren, liken, würde mich freuen, wenn nicht, auch gut. Sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen noch einmal und bis auf dann, liebe Leute. Der Beauty. Kann Das war gemein, Martin.